Jetzt ist es Zeit, wir reagieren auf... Ihr wisst auf wen. Ja, fängt gut an. Er heult. Alles klar, so fange ich meine Videos jetzt auch immer an. America's Got Talent. When he wowed the judges with, and the fans, obviously, with his incredible card trick. Well, it scored him a $1 million grand prize and a Vegas residency. And now Shin Lim is here today with a sleight of hand routine to amaze us. Can you just believe your life? I mean, I know that you liked doing magic when you were a kid. Yeah. But how did you go from that to this? I mean, it's still fun. Yeah. It's still like a hobby to me. I don't really consider it a job at all. Oh, really? Yeah. So you just feel like you're living your dream, living what you've always wanted to do? People somehow just come and watch. I don't know why. But nee, Freunde, das ist wirklich, es ist einfach Gold wert. Es ist einfach das Schönste der Welt. Ich verstehe und fühle zu 180% seine Position. Oh, sogar mit Insta-Einblendung. Alter, Premium von denen, ey. Nicht schlecht. Nee, ich fühle das zu 100%. Vorhin hat mich noch jemand gefragt, vor 5 Minuten. Matti, machst du YouTube Fulltime? Und genau das ist einfach der Punkt. All das beruflich zu machen, damit sein Geld verdienen zu können. Es fühlt sich nicht immer... Ihr müsst das so sehen. Ich mache im Prinzip 3 Jobs gleichzeitig, wenn nicht sogar 4 Jobs gleichzeitig. Und alle selbstständig und alle Fulltime. Also ich habe im Prinzip einen 48-Stunden-Tag. Aber es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Einige Dinge davon, ja, definitiv. Sobald es um bürokratisches Zeug geht, um Finanzzeug und so weiter, ist es einfach nur nervig und dann fühlt es sich halt wirklich wie Arbeit an. Die Arbeit an sich fühlt sich nicht wie Arbeit an, weil es einfach das Hobby ist. Leute, wenn ihr das in irgendeiner Form schafft, aus eurem Talent und eurer größten Leidenschaft, eurem größten Hobby einen Beruf zu machen, wenn ihr jemals vor der Entscheidung stehen solltet, sollte ich oder sollte ich was anderes machen, macht auf jeden Fall unbedingt das, was ihr liebt, weil es einfach wunderschön ist. Es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Es ist einfach, ich sitze hier, reagiere mit euch zusammen hier im Stream und es macht einfach Bock und hab meinen Spaß und trotzdem finanziere ich mich damit. Gut, jetzt nicht, wenn ich hier auf Videos reagiere, die Copyright geschützt sind. Das geht auf YouTube nicht, sich damit zu finanzieren. Und das ist in dem Fall hier auf jeden Fall der Fall. Aber an sich, ihr wisst, was ich meine. Sollte ich oder sollte ich nicht, zögert nicht, macht es. Wirklich, seid mutig und geht das Risiko gerne ein. Und jetzt schauen wir uns deinen Auftritt an. Well, I know you got a trick for us. Do you want to show us? Yeah, absolutely. Okay. So instead of doing like just a regular card trick or something I've done before, I wanted to make this a little bit more personal. Actually, I want to make this. Warum ist immer so komische Elektromucke in letzter Zeit bei seinen Auftritten? Was ist aus Hans Zimmer geworden, Digga? About you guys. Wow. Okay. Nothing about me. Okay. I have this deck of cards. It's actually just a bunch of names. It's just random names. I don't want to go through all of them because they'll just kind of give away the ending. So how to just pick one name. Just go and take one. Okay. Yeah, don't look at it. Place it face down over there. And same, Jenna, one, okay. And place it face down over there. Now place one hand above those cards. You'll see why later on, yep. Was meint ihr? Einmal in den Chat. Force oder kein Force? Einmal in den Chat. War das forciert oder war das eine Free Selection? Force. Yunda riecht gut. Okay. Force, kein Force, safe Force. Ah ja! Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ich finde alleine das Konzept jetzt schon wieder richtig cool, dass er nicht Spielkarten benutzt, sondern Worte auf Blankokarten geschrieben hat. Kameratrick, alles klar, Splatendo. Schön, dass du da bist. Es ist schön, dass er nicht normale Spielkarten verwendet. Da kann ich euch auch nur anregen zu, wenn ihr in irgendeiner Form die Möglichkeit habt, benutzt nicht immer nur diese Spielkarten, weil das fühlt sich direkt nach was anderem an. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es ist nicht mehr einfach ein Kartentrick. Für die Leute ist es ein Kartentrick, wenn ihr die normalen Spielkarten benutzt, Peak 7, blablabla. Aber sobald da was anderes draufsteht, fühlt es sich für die nicht mehr wie ein Kartentrick an. Es fühlt sich plötzlich wie eine Mentalnummer an, obwohl es exakt, technisch gesehen, exakt dasselbe wie ein Kartentrick ist. Rules exactly. Oh, that's good. All right, I'm gonna riffle down like this. Hoda, you just say stop anytime, okay? Und er benutzt Karten. Stop right there. Okay, you can take a look at the card. Uh-huh. It really doesn't. Okay, Peak 7. Schreib mal bitte Stopp in den Chat, okay? An der Peak 7. Achtung. Das erste Stopp, das eingeblendet wird hier im Chat, das nehmen wir. Hier? Okay, okay. It doesn't matter if I see it, but it's not about the value of the card. Okay, I just want your name on it. It's really big. Can you write, Hoda, write really big on your name? Yep. Can I use my other hand? Oh, sure. Yeah, switch it up. Okay. Amazing card. So now we have a Hoda card, which is the 4 spades, and then we'll take the next card over the 6 of diamonds, and then Jenna, you're gonna do the same thing. Write your name. Okay. Okay, cool. So we have a...
Anniversary Waltz oder was wird das jetzt hier? A Jenna and then we have a Hoda card, yes? Und mit Monte Move? Jawohl. Jenna, could you hold the hand out like this? Pinch the card like this. Very good. Pinch it. Stay still. Watch. Ey, riskant auf jeden Fall. One, two, three. See, now I have Hoda and then you have Jenna, right? But you've seen this before. Wenn ihr euch damit befassen möchtet, was er da gerade gemacht hat, empfehle ich euch Anniversary Waltz von Doc Eason und Garrett Thomas. Choc Güzel 10 von 10. Er koppelt das im Prinzip. Also so vom Plot her ist das so ein bisschen auch an sein Dream Act angelehnt, ne? Inhaltlich. Das ist so Dream Act Mini-Version. But like I said, I wanted to make it about you though. Yeah, and you too. And you too. Okay. So tell you what, just imagine these cards as you guys, just representing you people. Okay. And just imagine I'm now splitting the both of you apart. Uh-huh. Completely. I know, quite gruesome. Yeah. Magicians are okay. Quite weird people. But look, so we have Hoda. Oh, wie clean es dadurch einfach wird. Baba. We have Jenna, yes. Uh-huh. Tell you what, Jenna, I'm just gonna put you in my pocket right now. Hoda, okay. We're gonna focus on you, okay? Uh-huh. You've been on the Today Show for quite a while. Yeah, and through all of the changes. Oh, dieser Kamerawinkel, jeder Millimeter. Jetzt noch ein Millimeter, tot. Like that's happened. I feel like you've been really strong. Stillhalten! Throughout everything, and even through all the stress and all the hard times, you've always managed to somehow pull everything together. Sehr and schön. Jenna, the same with you. You're strong too, but da war leider ein mini Flash, aber egal. You see, the two of you together, you see, you guys make quite. Ja, das würde ich jetzt nicht als Flash bezeichnen. You guys make quite the dynamic team. That is so. Aber der Part fuhlt mich bis heute. Er hat das ja schon mal vorgeführt, nämlich bei, wie ist es denn? Die Tonight Show mit Larry King. Da hat er das schon mal vorgeführt und ich bin bis heute so gefühlt von dem Part. Ich finde das so krass. Ich habe Ideen, wie es funktionieren könnte, aber trotzdem, ich finde das so heftig einfach. Von 1 bis 10, auf der Skala von 1 bis 10, wie krass seid ihr gefühlt davon? 1 heißt, ich weiß exakt, wie es geht, weil ich mir den gekauft habe. 10 heißt, absolut cool. 1 bis 10, einmal in den Chat. 9, 10, 9, 8, 8, 10, 8, 8, 10, 1000, 9,5, 9, 10, 3. Okay. Ah ja, aha, interessant, okay. Umfrage, ganz, ganz wichtig, Statistik und so, immer weiter Ergebnisse sammeln. Platento 1 bis 10, Dankeschön für deinen hochwertigen Beitrag in diesem Chat. Oh sweet, but how did you do that? Did you glue? No, it's not glue. Oh, hä? Ich werde das jetzt nicht in Zeitlupe abspielen, aber ich möchte es nochmal sehen. Also erstmal schön, genauso mache ich das auch immer. Immer wenn der Zuschauer dann da rangehen will. Nein. Sehr schön. Einfach nein. Ja, da war leider der Flash. Schade! Ah, wie ärgerlich! Das Ding ist, ich wollte vorhin noch sagen, nee, mit dem Flash, das ist kein Problem, weil Shin Lim hat es ja selbst hochgeladen auf seinen Channel. Er hätte das ja nie so hochgeladen, ohne es vielleicht selbst irgendwie anzupassen, dass man das nicht sieht. Entweder hat er das gesehen und dachte sich, okay, ich bin rechtlich verpflichtet dazu, das genauso hochzuladen, ich darf es nicht ändern, oder es ist ihm halt nicht aufgefallen. Aber wäre ich an seiner Stelle gewesen, hätte ich in dem Fall einfach irgendwie an sein Gesicht gezoomt oder so, so mega auf dumm, einfach um das zu kaschieren. Aber das ist auch kacke. Ah, ich weiß nicht. Schwierig. Schwierig mit sowas umzugehen. Maybe it was fate though that both of you guys are together. Not really. No, it really was. I think so too. In 2019, both of you guys had new additions to your family, yeah? Yeah. Hoda, your baby, first name, the first letter starts with an H. Yes. Coincidentally. Yes. Your baby. Did you know that? First name. H. Okay. What's your baby's name? Hope. And you picked any card and somehow that card called to you. Yeah. Flip that over. Are you kidding? Flip it over. Oh! And Jenna, your baby, his Henry though is his name, but he has another nickname. He goes by Hal, yeah. You also felt that card called to you. Oh, you didn't even know his name! So, und jetzt, so Freunde. Wichtige Theorie, das spreche ich am Sonntag im Zaubertrick nochmal an. Finale, ihr seht, die Zuschauer haben Gänsehaut. Wunderbar. Aber
Die Reaktionen sind noch krasser, wenn ihr auf ein Finale noch ein Kicker-Ending draufsetzt. I got chills. Wait, no, how? No, no, no. Well, it's these cards obviously mean a lot to you guys. Yeah. Yeah, obviously. So tell you what, first things first, I'm gonna make them vanish, okay? So I'll make them vanish. We'll take them back. And reappear right underneath. Go ahead, flip it over. Oh, schön gerettet. How? Gerade so gerettet. Gerade noch die Kurve gekriegt. Das Problem ist halt, aufgrund der Methode dieses Tricks kann er den Namen nicht hier vollständig draufschreiben, sondern nur auf die Hälfte, weil ja die Hälften so zusammengesetzt wurden und so. Und jetzt ist es halt so, er lässt hier, ja, ich lass die verschwinden, lass sie woanders auftauchen und er lässt sowas verschwinden und es taucht aber so auf der anderen Seite wieder auf. Das ist halt sau ärgerlich. Oh Mann. Oh, wie doof. And that is a single card. It's not glue. You can check it. It's not glue or anything like that. Das ist das, was mich so fuhlt. Dass es der Zuschauer untersuchen darf. It's one single card with all three names. It is a single card. Do you have glue fingers? You can check my hands. I mean, it's $60 every time you touch it. All right, you can catch. Thank you so much. I'm gonna hang this up. You can catch Shen Lin live at the Mirage Hotel in Las Vegas. Crazy. Alles kameratechnisch sehr unsauber, leider, sagt der Tosh hier im Chat. Ja, was heißt kameratechnisch unsauber? Klar passiert es immer, du hast es nicht unter Kontrolle. Das ist das Problem. Das ist die krasse Challenge dabei, ins Fernsehen zu gehen, vor allem wenn es live ist. Du hast es nicht selbst unter Kontrolle. Du hast nicht unter Kontrolle, wie fehlt die Kamera jetzt in genau dem Moment. Du weißt nicht von den 5 Kameras, die im Studio sind. Du weißt nicht auswendig, wenn du jetzt hier gerade einen Move machst, ist jetzt die Kamera von vorne drauf, wo es gecovert ist, oder ist gerade die Seitenansicht zu sehen, wo es geflasht ist. Das weißt du nicht. Du kannst leider nicht auf all das achten. Wenn du so vorführen würdest, und das macht Shen Lim hier richtig, es ist richtig, dass er es hier lieber flasht, in meinen Augen. Vielleicht fühlen das jetzt nicht alle von euch. Vielleicht widersprecht ihr da mit mir, kann ich auch verstehen, aber ich finde es besser, sich locker zu machen und vernünftig zu performen, dafür solche coolen Reaktionen zu haben von den Zuschauern, die sagen, oh mein Gott, ich habe Gänsehaut, und dafür einen schönen Moment zu haben und die Atmosphäre kommt gut bei den Leuten zu Hause vom Fernseher an. Lieber so, als so verkrampft zu performen, so dass man auch ja nicht vor einer der 5 Kameras flasht, und dafür ist die Atmosphäre komplett im Arsch, weil du unsicher bist, weil du zitterst, weil du Angst hast, irgendwas könnte blitzen. Und deshalb bin ich persönlich da auf jeden Fall auf Shen Lims Seite, sich zu sagen, weißt du was, komm, kack drauf, ich lade das jetzt so hoch, kack drauf, ist in Ordnung, ich ärgere mich nicht drüber, Mund abwischen, weitermachen. Das finde ich völlig in Ordnung, seinerseits. Ich bin gefoolt von dem Part, wo die zusammengehen, aber ansonsten, der erste Part, wie gesagt, ich glaube, warte, hat Dennis das sogar im JCM Store? Ich bin mir nicht sicher. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Dennis hat Just Cards und Just Magic zusammengelegt zu einem Store auf jcm-store.com, ja, Just Cards Magic Store sozusagen. Ich gucke gerade, ob er Anniversary. Hat er den? Ja! Sprachen lernen. Produkt ansehen. Hat das sogar auf Lager? Zwei Kaufswagen hinzufügen? Yo! Okay, ich schmeiße es wieder raus. Ich will das nicht jetzt reservieren. Okay, er hat den auf Lager. Ich kann euch nur empfehlen, Anniversary Walls. Meine Güte. Von Doc Eason und Garrett Thomas. Der Plot ist, Zuschauer 1 unterschreibt eine Karte, Zuschauer 2 unterschreibt eine andere Karte. Die beiden Karten werden aufeinander in ihre Hände gelegt. Das ist halt perfekt, wenn ihr auf einer Hochzeit oder so performt, vor einem Paar performt. Die legen ihre Hände auf die Karten und die zwei Karten verschmelzen zu einer. Und plötzlich ist beidseitig die Unterschrift auf einer Karte. Die beiden Karten sind zu einer verschmolzen. Hammer-Effekt, kann ich nur empfehlen. Und das ist ja im Prinzip hier prinzipiell so ein bisschen, was Shen Lim hier in der ersten Minute vorgeführt hat. Dass die beiden Unterschriften getauscht haben, das ist genau dieses Prinzip dahinter, dass ihr Bescheid wisst. Vielen Dank für jede Bewertung. Daumen nach oben, Daumen nach unten, je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und wir sehen uns im nächsten Video übermorgen. Und da rede ich nochmal so ein bisschen über Kicker-Endings. Ich werde euch einen heftigen Zaubertrick erklären. Einen sehr heftigen. Ich teaser jetzt schon mal an. Der Zuschauer wählt frei hinter seinem Rücken durch ein bestimmtes Verfahren eine Karte aus. Und die, gut, nehmen wir jetzt mal nicht einen Joker. Und diese Karte taucht auf einem Foto auf, das ihr vorher mit dem Zuschauer gemacht habt. Hammermäßiger Effekt. Werde ich euch übermorgen erklären. Am Sonntag um 14 Uhr. Einfach einschalten. Haut rein, euer Matti und ciao.